Liebe Kinder, Jugendliche und Erwachsene, im Namen des Vorbereitungsteams begrüße ich euch und Sie herzlich. Mein Name ist Edith Wanka und ich arbeite als Gemeindereferentin in Büdingen. Als Kolleginnen im Dekanat Wetterau-Ost haben wir uns zusammengefunden, um eine digitale Kreuzwegfeier zu gestalten. Die einzelnen Stationen übernehmen Schwester Matjuscha, pastorale Mitarbeiterin in Dornassenheim und Wickstadt, Stefanie Schwalb, Gemeindereferentin in Altenstadt, Stefanie Schubert, Gemeindereferentin in Wölversheim und Echzell, Michelle zur Löwen, Dekanatsjugendreferentin. Die musikalische Begleitung übernehmen Stefanie und Monja Schubert und Christoph Könitzer. Zünde jetzt die Osterkerze an. Die Osterkerze erinnert uns an Jesus und an seine Auferstehung. Daher wird an jeder Station eine Osterkerze zu sehen sein. Ich lade auch euch bzw. Sie dazu ein, eine Kerze zu entzünden. Es ist fast 2000 Jahre her, dass Jesus leiden und den schweren Weg bis ans Kreuz gehen musste. Er wurde unschuldig zum Tod am Kreuz verurteilt. In dieser Gottesdienstfeier begleiten uns Bilder von Händen. Hände, die an das Leid Jesu erinnern. Doch auch noch heute, hier und jetzt, leiden Menschen. Haben sie Angst und Sorgen, fühlen sie sich einsam und allein. So, wie Jesus sich damals auch gefühlt hat. Für die leidenden Menschen heute wollen wir in dieser Kreuzwegfeier ganz besonders beten. Im Zeichen des Kreuzes gehen wir gemeinsam Stationen aus dem Kreuzweg Jesu nach. Wir beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten. Jesus, wir sind hier, um zu hören, was damals bei deinem Kreuzweg passiert ist. Wir wollen uns erinnern und mit dir deinen Weg innerlich mitgehen. Öffne unsere Augen und Ohren, dass wir sehen und verstehen, was du uns sagst. So bitten wir dich, Jesus, unseren Bruder und Freund. Amen. Ich habe euch heute etwas mitgebracht, und zwar ein Seil, einen Krug, eine Schüssel und eine Dornenkrone. Diese Dinge können uns helfen, die erste Station besser zu verstehen, Jesus zu begegnen und mit ihm seinen Kreuzweg zu gehen. Das Seil kann uns an etwas binden und uns fesseln. Wir sehen ein Bild, das uns zeigt, wie Jesus gefesselt und verurteilt wird. Soldaten kamen zum Ölberg und nehmen Jesus gefangen, fesseln ihm die Hände und führen ihn zum römischen Statthalter Pontius Pilatus. Pilatus fragt Jesus: Bist du ein König? Ja, sagt Jesus. Ich bin ein König. Jesus erinnerte sich an seinen Einzug in Jerusalem daran, dass er von den Menschen stürmisch begrüßt und bejubelt wurde wie ein König. Für viele war er wirklich ein König, jemand, der klug ist, der für die Leute sorgt und ihnen zuhört. Jesus wollte ein König der Herzen sein, ein König, der den Menschen von Gott erzählt und ihnen hilft, ein gutes Leben zu führen. Er zeigte den Menschen den Weg zu Gott. Ein paar Tage nach Palmsonntag rief das gleiche Volk: Ans Kreuz mit ihm!
Pilatus will an dem Tod von Jesus nicht schuld sein. So wäscht er seine Hände demonstrativ vor den Menschen in Unschuld und sagt: Nehmt ihr diesen Mann, macht mit ihm, was ihr wollt. Nun sehen wir eine Dornenkrone. Eine ähnliche Dornenkrone bekam Jesus aufgesetzt. Jesus wurde auch mit einem purpurroten Mantel bekleidet. Die Soldaten machten sich lustig über ihn. Jesus ein König? Das wollen wir ihm jetzt zeigen. So stellten sie ihn bloß, lachten ihn aus und spotteten darüber, dass er sich nicht wehrte. Könnt ihr euch vorstellen, wie das ist, wenn ihr ausgelacht werdet? Habt ihr solche Situationen schon einmal erlebt? Jemand beschimpft dich und sagt zum Beispiel: Du hast mir das Handy weggenommen. Das stimmt aber nicht. Er hat es zu Hause vergessen. Du bist dann traurig und weinst, und keiner will deine Erklärung hören. Ähnlich hat Jesus sich gefühlt. Er wird verurteilt, hat aber nichts Böses getan. Wir zünden jetzt das Licht der Osterkerze an. Dieses Licht will uns sagen: Gott liebt alle Menschen, auch wenn sie mal etwas falsch gemacht haben. Jesus ist allen Menschen nahe. Herr Jesus, du bist uns nahe, wenn andere uns verletzen, wehtun, auslachen und verspotten. Jesus, manchmal stellen wir andere Menschen bloß, reden nicht gut über sie und lachen sie aus. Hilf uns, einander Freunde zu sein und jeden Menschen zu achten. Wir beten besonders für die Menschen, die sich heute in der Corona-Pandemie wie gefesselt erleben. Schenke ihnen Mut und Hoffnung. Amen. Jesus, begleite uns auf alle unseren Wegen. Das Bild zeigt uns, wie Jesus das schwere Kreuz mit seinen Händen aufnimmt. Pilatus hat Jesus zum Tode verurteilt, zum Tode am Kreuz. Er muss selbst den Kreuzesbalken zu seiner Hinrichtungsstätte tragen. Ich habe hier einige Steine neben das Kreuz gelegt.
Sie sollen an alles Schwere erinnern, das wir Menschen in unserem Leben erfahren und zu tragen haben. Das Kreuz, das Jesus trägt, ist schwer, sehr schwer. Jesus schleppt sein Kreuz auf den Berg Golgotha. Der Weg ist steil und sehr steinig. Jesus fällt. Er stolpert. Die Menschen am Wegesrand schauen zu, ohne zu helfen. Manche machen sich lustig über den Verurteilten. Wir wollen jetzt ein Licht anzünden, ein Licht, das uns sagen will, Jesus ist uns Menschen auch dann nahe, wenn andere uns schwere Lasten aufbürden. Wir wollen für die Menschen beten, die heute schwere Lasten tragen müssen. Menschen, die sich durch Krieg und Terror oder durch die Corona-Pandemie um ihre Arbeit und das tägliche Brot sorgen. Und auch für die Menschen, die aufgrund ihres Berufes gerade jetzt vor große Herausforderungen gestellt werden. Jesus, begleite uns auf allen Wegen. Zu den beiden Händen von Jesus, die den Kreuzbalken tragen, sehen wir jetzt noch eine dritte Hand auf dem Bild. Diese Hand hilft beim Tragen des schweren Kreuzes. In der Bibel lesen wir: Jesus hat kaum noch Kraft. Das Kreuz wird ihm zu schwer, er fällt hin. Er kann nicht weiter. Da sehen die Soldaten auf dem Feld einen Bauern arbeiten. Er heißt Simon. Er soll Jesus helfen, das Kreuz zu tragen. Simon von Cyrene packt mit an und hilft Jesus. Auch heute gibt es Menschen, die leiden, und Menschen, die helfen und sich für andere einsetzen. Auch wir können helfen und mit anpacken. Ich kann einem Menschen, der mit schweren Dingen bepackt ist, eine Last abnehmen. Ich kann einen anderen trösten, der traurig ist. Ich kann etwas von meinen Sachen abgeben, wenn jemand etwas braucht. Ich kann einem Menschen beim Aufstehen helfen, wenn er hingefallen ist. Ich kann einem Menschen zuhören, der sich allein gelassen fühlt. Dies waren Beispiele, wie wir anderen helfen können, denen es schlecht geht. Es gibt aber auch noch mehr Beispiele.
Wir wollen jetzt ein Licht anzünden. Dieses Licht will uns sagen, Jesus ist uns Menschen auch dann nahe, wenn niemand sonst uns hilft. Wir wollen nun eine Fürbitte beten. Wir wollen für alle Menschen beten, die Hilfe brauchen. Wir wollen für alle Helfer beten. Wir wollen auch für uns beten, dass wir bereit sind, anderen zu helfen, die Hilfe brauchen. Jesus, begleite uns auf unserem Weg. Eben habt ihr auf dem Bild den Kreuzesbalken mit Hammer und Nägel eingeblendet bekommen. Das soll uns an folgende Bibelstelle erinnern. Als Jesus endlich auf dem Berg Golgatha ankommt, reißen die Soldaten ihm die Kleider vom Leib. Dann schlagen sie Jesus ans Kreuz. Jesus muss unbeschreibliche Schmerzen gehabt haben. Hammer und Nägel, was ihr vorhin auf dem Bild gesehen habt, soll verdeutlichen, dass auch wir Menschen uns heute noch verletzen und wehtun. In Worten und Taten. Doch wir dürfen darauf vertrauen, dass Jesus gerade dann bei uns ist, wenn andere Menschen uns verletzen. Und als Symbol für seine Gegenwart wollen wir jetzt eine Kerze anzünden. Herr Jesus Christus, Mobbing, Ausgrenzung und körperliche Gewalt sind Erfahrungen, die Menschen tagtäglich auf der ganzen Welt machen. Tiefe seelische und körperliche Verletzungen sind die Folge. Stärke die Betroffenen auf ihrem Weg und stelle ihnen Menschen zur Seite, die sich für sie einsetzen und sie nicht alleine lassen. Amen. Jesus, begleite uns auf all unseren Wegen. Tschüss.
Jesus hängt am Kreuz. Er hat große Schmerzen. Einige Menschen lachen immer noch über ihn. Jesus aber schaut sie nur an und betet zu seinem Vater: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat kaum noch Kraft. Ein letztes Mal ruft er: Vater, Vater, warum lässt du mich allein? Dann stirbt er. Die Sonne wird dunkel und die Erde bebt. Wir wollen jetzt die Flamme der Osterkerze ausmachen und dann einen Augenblick ganz still sein und an Jesus denken. Wir wollen beten für alle Menschen, die heute leiden, für die Menschen, die Opfer von Naturkatastrophen sind, Menschen, die durch Kriege und Terror sterben, Menschen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind, Menschen, die um einen geliebten Menschen trauern. Jesus, begleite uns auf allen Wegen. Und unsere ganz persönlichen Bitten dürfen wir hineinnehmen in das gemeinsam gebetete Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Deinen Tod, wir glauben, dass du lebst, wir hoffen, dass du kommst zum Heil der Welt. Komm, o Herr, bleib bei uns, komm, o Herr, Leben der Welt. Wir preisen deinen Tod, wir glauben, dass du lebst, wir hoffen, dass du kommst. Wir glauben daran, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dass er mitten unter uns lebt. Darum ist das Kreuz jetzt mit der Ostersonne und Buchszweigen geschmückt. Das Kreuz des Leidens und der Schmerzen wird so zum Kreuz der Hoffnung und des Lebens. Jesus will mit seinem Licht alles hell machen, was auf unserer Erde dunkel ist. Und das feiern wir an Ostern. Wir sehen das geschmückte Kreuz. Dieses Kreuz hat viel von Jesus erzählt. Es ist ein Zeichen für Jesus. Das Kreuz ist auch ein Zeichen für alle Menschen, die an Jesus Christus glauben. Das Kreuzzeichen erinnert uns an unsere Verbundenheit mit Jesus und mit all den Menschen, die an Jesus glauben und ihm vertrauen. Deshalb wollen wir jetzt diese Andacht mit dem Kreuzzeichen beenden und uns bewusst unter den Segen Gottes stellen. Amen.